So, nochmal ein kurzes Live-Video. Ich war bis gerade im Büro, habe probiert, betriebliche Sachen zu regeln, Rechnungen zu schreiben. Angebote ist äußerst schwierig, weil natürlich morgen die Riesenaktion ansteht und übermorgen und viel zu regeln ist. Thomas Pütz war mit einem Landwirt unterwegs unten in den Auen und die haben einen Plan gemacht mit Punkten, wo wir mit den Baumaschinen sozusagen starten. Das haben die wirklich perfekt geregelt. Wir haben eine Baumaschinengruppe gemacht, wo die Kettensägen-Jungs mit drin sind. Wir koordinieren uns selbst und ich bin bei den Fußtrupps dabei mit meinem Hakenlift-Container wie beim letzten Mal. Und ich möchte nochmal alle wirklich aufrufen, dass das jetzt am Wochenende richtig knallt da unten. Wir haben gutes Wetter, beste Voraussetzungen. Und ihr seht hier bei uns zu Hause knallt es auch jetzt am Wochenende, weil das Wetter gut ist und wir endlich die Ernte. Wir machen das nämlich, weil wir jetzt vorsorgen müssen für den Winter. Und da ist jetzt genau die Zeit für. Und das Gleiche machen wir im Ahrtal auch. Mir ist das also alles bekannt, was wir da machen und warum wir das jetzt machen müssen und warum wir das so nach vorne. Ja, da war der Empfang weg. Wenn wir jetzt in den Winter rutschen, werden die Aktionen wesentlich schwieriger. Und wir finden den Müll auch nicht mehr ganz, weil überall natürlich der Bewuchs hochgeht und der Kunststoff unten drin liegt. Deshalb fasst euch ein Herz, kommt am Wochenende. Je mehr wir schaffen, desto besser. Es ist Arbeit ohne Ende da. Wenn wir in den Bereichen fertig sind, dann geht es eben in andere Bereiche. Und was auch wichtig, sorry, Entschuldigung, was auch wichtig ist, es ist für euer leibliches Wohl gesorgt. Ein Foodtruck mit 600 Essen kommt dahin und das Rote Kreuz kommt wohl auch. Es ist für alles gesorgt. Ihr müsst nur kommen und uns helfen. Und da sehe ich gerade, kommt ein Fahrzeug wieder zurück. Ich glaube, in Müngersdorf am Fußballstadion, der Reizhahn ist eingebaut. Also ihr könnt jetzt heute Nachmittag mit eurem Lehrgang starten um 15 Uhr. Sonst wäre nämlich der Radlader nicht zurückgekommen. Ja, die Zeichen stehen alle gut. Wir werden die Ernte reinfahren hier zu Hause. Der Reitplatz ist fertig in Müngersdorf am Stadion. Und wir geben alle unser Bestes jetzt am Wochenende. Und ja. Und hier ist übrigens der Kubota Traktor, wer das letzte Video oder die letzten Videos gesehen hat. Ich zeige es jetzt mal so. Sieht bald wieder aus wie neu. Und sieht man es? Ich schalte mal die Kamera um. So. Wer gesehen hat, wie der vorher aussah, wie er jetzt aussieht. Und genau das Gleiche passiert im Ahrtal auch. Und das sind so die Sachen, die man eben von zu Hause kennt, die sich im Ahrtal wiederholen, egal in welchen Bereichen. Deshalb fühle ich mich da gut aufgehoben, um da eben auch Sachen ja mit anzupacken und vielleicht auch beratend zur Seite zu stehen. In dem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall ab morgen im Ahrtal. Wir zählen alle auf euch und wir müssen den Menschen da helfen. Die Sachen, die jetzt erledigt werden können, müssen jetzt erledigt werden. Ansonsten sind wir nächstes Frühjahr damit beschäftigt. Bis dann. Und vergesst bitte nicht, Mückenspray. Wir werden alles an Mückenspray, was wir in Walpurzheim haben, zusammenziehen und ja zum Helfer-Shuttle bringen. Ich rufe jetzt gleich den Dominik an und kläre das noch ab. In dem Sinne, wir sehen uns. Tschüss. Guten Morgen zusammen. Ja, ich bin hier bei uns an dem neuen Projekt. Wir machen hier einen Rentnerstall, ganz in der Nähe von unserem Hof, wo ich wohne und haben hier ein altes Gebäude übernommen mit 2 Hektar Weide dran. Und das ist das, was zu Hause so läuft. Das Projekt haben wir schon länger im Angriff. Allerdings haben wir jetzt erstmal Futter hier von den 2 Hektar Weiden gemacht, die hier hinter mir sind. Wir konnten da 2 Schnitte von machen. Das war sehr gut, weil wir letztes Jahr ja überhaupt kein Futter machen konnten. Und das erinnert mich hier so ein bisschen an die Situation im Ahrtal. Hier wird ein Durchbruch noch reingezogen und das sind so die Sachen, die wir immer selbst so nebenbei machen, wenn wir keine anderen Baustellen haben, dann geht es hier mal ein bisschen weiter. Die ersten Pferde sollen jetzt definitiv am 1.10. einziehen, deshalb muss es fertig werden. Und die Jungs sind hier fleißig dran, der Nico und der Lütze. Das hier ist der Stallbereich, will ich nochmal zeigen. Und auf der anderen Seite ist nochmal der gleiche Bereich, noch wesentlich größer. Und ja, gestern war ja Termin mit dem Herrn Linnertz.
Und Wolschendorf heißt der andere, glaube ich, der mit dabei war. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, ob der Name stimmt. Ja, das Gespräch hat stattgefunden. Ich konnte meine Kritik äußern und man konnte eigentlich da auch wenig gegensetzen, weil man Strukturen hat, nach denen man verfahren muss im Katastrophenfall und diese Strukturen dann eben eingehalten werden müssen, aber es natürlich klar geworden ist, dass diese Strukturen nicht förderlich sind bei so einer großen Katastrophe. Und das war ein ganz gutes Gespräch, kann man nicht anders sagen. Ich bin auch gerade hier am Gucken, was sich getan hat. Die Jungs kommen gleich, machen hier weiter. Und dann ist ja immer die Frage, ob es ein gutes Gespräch war oder nicht. Ob das Gespräch gut war oder nicht, kann ich erst beurteilen, wenn jetzt 2 Wochen vergangen sind, ob sich was geändert hat in der Kommunikation. Das war ja noch ein Riesenkritikpunkt meinerseits. Jetzt am Wochenende ist ja geplant die große Aktion in den Auen. Der Thomas Pütz fährt jetzt rum, der kommt da aus der Ecke, macht einen Plan, wo die Bagger abgeladen werden können, wo die Bagger reinfahren können. Wir werden mit mindestens 6 Baggern vor Ort sein, die schweren Anschwemmungen rausziehen und die Leute dann sozusagen dahin fahren mit den Shuttlebussen, dass die dann überall den Plastik und Kunststoff rausziehen können und alles andere. Ich habe da Rasenmäher, Motoren, alles Mögliche liegt da rum gesehen. Das wird auf jeden Fall richtig viel Arbeit, aber mit Sicherheit sehr effektiv, wenn wir mit so vielen Leuten da arbeiten. Dann habe ich eine Liste zugeschickt bekommen, wo wir den Müll hinfahren sollen. Kleiner Hinweis von mir, also vom ADD. Kleiner Hinweis von mir, die Deponien haben am Wochenende auch zu. Das heißt, wir können nicht nach Niederzissen fahren, zumindest nicht am Sonntag. Ich glaube, samstags haben die noch auf, werde ich abklären. Ist ja nicht so schlimm, es sind genug Deponien vor Ort und ich glaube, mit Traktoren und Erdmulden bis nach Niederzissen zu fahren, macht auch meines Erachtens keinen Sinn, weil es einfach zu lange dauert, bis die Traktoren zurück sind. Ich hatte ja gesagt, 5 Traktoren mit Erdmulden brauchen wir. Wenn wir tatsächlich nach Niederzissen fahren müssen, brauchen wir eigentlich 15 Traktoren mit Erdmulden. Deshalb sollten wir das so machen, wie immer, mit den Erdmulden an der Deponie abkippen, da umladen auf einen großen LKW. Da passt dann das 3- bis 4-fache drauf. Und das macht meines Erachtens mehr Sinn. Ja, der Plan steht fürs Wochenende. Für Verpflegung ist wohl auch gesorgt in den Auen. Es ist perfekt vorbereitet. Gestern ist der offizielle Startschuss auch für das Vorhaben gegeben worden. Und ich, ja, freue mich drauf, mit der Gemeinschaft morgen wirklich viel zu schaffen. Dann habe ich eben noch von Report Mainz einen Beitrag geteilt, der über die älteren Menschen geht in Katastrophengebiet. Thema Müll, Thema Staub, schlechte Luft. Das sind alles Sachen, die wir vorhergesagt haben. Das ist eigentlich nichts Neues, was in Report Mainz dargestellt wird, aber es ist gut, dass es natürlich in Medien kommt, die ja auch von anderen Menschen gesehen werden, die eben keine Social Media Dinge mitbekommen. Und ich habe immer gesagt, wir müssen Gas geben, wir müssen das Umfeld wieder schön machen für die Menschen, die da wohnen. Hier kommt gerade eine Nachricht nach der anderen rein. Wir müssen den Menschen wieder das Gefühl geben, dass es wieder lebenswert ist, da zu bleiben. Und das war so unser Ziel, aber das Ziel wird immer wieder durchkreuzt, weil wir nicht wissen, wohin mit dem Müll und weil wir einfach keine Fahrzeuge haben, um den Müll da rauszuschaffen. Und da ist auch nochmal mein Aufruf, meine Bitte, dass wir da dranbleiben müssen und ich werde da auch wieder Gespräche führen, damit wir vorwärts kommen. Das vor Herbst und vor dem Winter. Ja, ich werde mir hier jetzt nochmal alles anschauen, muss gleich nochmal an den Rechner, dann werde ich vielleicht heute Mittag wieder Richtung Ahrtal fahren, mal schauen. Vielleicht die Maschinen schon rübersetzen in die Auen, dass wir morgen früh richtig früh loslegen können und auch viel schaffen. Ja, in dem Sinne, bis nachher, denke ich. Tschüss. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich befinde mich hier vor dem Zwischenlager für den Bauschutt und dass wir mittlerweile so weit sind in einer Stadt, die mit 25.000 Menschen betroffen ist, mit Tausenden von Haushalten betroffen ist, dass wir heute so weit sind, wie wir sind, das haben wir vielen Menschen zu verdanken. Ich sage danke allen, die da teilgenommen haben, bereit waren, freiwillige, organisierte Kräfte, viele, die einfach nur drauf losgefahren sind und den Müll
der ein nach wie vor großes Problem in unserer Stadt ist, auch in Zwischenlager zu fahren oder auf Mülldeponien. Habe mich heute speziell auch bei den Münsterländern bedankt, sozusagen als ein Teil derer, die von Anfang an dabei waren, Landwirte und Fuhrunternehmer, die wirklich mit angepackt haben, unabhängig davon, ob sie bezahlt werden oder nicht. Dafür sagen wir, sagen die Menschen in dieser Stadt Danke. Und ich glaube, wir können froh sein, dass von Anfang an viele Menschen dabei waren. Sonst sähe die Stadt nicht so aus, wie sie heute schon aussieht. Aber wir haben auch noch viel zu tun. Und darum werden wir uns jetzt Tag für Tag aufs Neue kümmern. Ich hoffe, dass bei Ihnen auch jeden Tag ein Stück weit mehr Licht am Ende des Tunnels ist. Das wünsche ich Ihnen und wünsche Ihnen eine, so gut es geht, gute Zeit in immer noch sehr schwierigen Zeiten. Ihr Guido Ochten. Oh, hallo Markus. Wie man hier auf dem Boden sieht, liegen hier Verkehrsschilder. Das waren die, die an der Kreuzung Römervilla, Abfahrt Ahrweiler von der B267, hier vorne standen mit Straßensperrbaken. Da vorne standen auch Straßensperrbaken, weil früher lag hier der Müll. In diese Richtung, wie der LKW gerade fährt, nach circa 800-900 Metern nach der Kurve, werden alle Sattelzüge abgeladen, Baumaschinen abgestellt, Rangierverkehr, Tieflader und allem. So, und daher hieß es hier, es ist eine Einbahnstraße, hier ist ein Durchfahrtsverbot, sprich, wenn man aus dem Ort hier hochkommt, kann man nicht hier reinfahren und man darf auch von da hinten nicht kommen und hier reinfahren, sondern nur in diese Fahrtrichtung, in Richtung Autobahn und nicht in Richtung Dernau hier runter. Für Dernau und allem musste man durch Waldbauchsheim. Ich komme gerade eben hier lang, da haben die Behörden alles weggeräumt, unsere Schilder dahingeschmissen und hier stehen keine Absperrungen mehr. Jetzt knallen also die Autos, wie auch schon illegalerweise vorher, mit 100, 120 darunter, weil da keine Verkehrsschilder abgeklebt sind, sondern Geschwindigkeit freigegeben ist oder auch teilweise 70 und rasen unten auf unsere Maschinen zu, ohne dass wir Bescheid wussten. Also kann man sagen, die Offiziellen übernehmen jetzt die Verantwortung für alle Schäden und schweren Unfälle, die auf der Bundesstraße entstehen, die Verantwortung. In diesem Sinne, vielen Dank.